Na, hat es der Markt tatsächlich geschafft, ein Tief auszubauen? Ja oder nein? Das wird sich wohl in den nächsten Minuten oder Stunden entscheiden. Tatsächlich noch mal ganz kurz, was wir hier beim Dow Jones haben, hier im aktuellen Chart auf dem Future, also quasi auf dem Kurs, der 24 Stunden auch läuft. Also auch heute im morgendlichen Handel, dann sehen wir noch mal hier so diese Abwärtsbewegung als Antwort auf die Aufwärtsbewegung und dass wir aktuell zumindest mal einen ernsthaften Versuch nach oben gestartet haben, zumindest mal ein wenig Dynamik wieder auf die Aufwärtsseite zu bringen. Jetzt haben wir im Gegenzug eine Abwärtsbewegung, die zumindest, wenn es jetzt nicht noch deutlich nach unten gehen wird, eine Chance hat für die Long-Seite. Also wir haben eine realistische Chance hier, dass der Kurs tatsächlich, wenn er sich über diese Zwischenniveaus dann erheben kann, weiter nach oben geht und dass damit vielleicht im Kleinen das losgetreten wird, was uns zumindest mal wieder in die Oberseite des Trendkanals bringt, Richtung 26.000 ist das ganz grob und damit vielleicht dann auf die letzte Reise dieser Bewegung, ob es wirklich die letzte ist, das werden wir dann sehen, aber das wäre nachvollziehbar. Das wird aktuell jetzt in Kürze wahrscheinlich entschieden, denn viel mehr Platz sollte der Kurs dann auch nicht mehr nutzen wollen auf der Abwärtsseite. Wenn er eben seinen Hintern nicht hochkriegt, sondern eben sagt, boah, wir bleiben lieber auf der Abwärtsseite unterwegs, dann ist die Frage, wenn wir das hier nach unten durchstoßen, wo ist das Ganze geblieben? Und wir sind dann, na, eben schon direkt auf der Abwärtsseite unterwegs. Wer jetzt sehr kurzzeitig unterwegs sein will, der sollte und kann sich mal das Verlaufsmuster hier angucken, denn noch ist das zugegebenerweise hier auf der ganz kleinen Welt nicht wirklich impulsiv nach oben. Eigentlich ist das ein typisches Szenario, wo ich sage, da geht noch mal was nach unten, also noch mal irgendwie eine Fortsetzung, die ich hier sogar in Trendrichtung und die war nun mal ganz klar nach unten. Wir sehen das hier unterbrochen von kleinen Gegenbewegungen, aber eben in der scharfen Bewegung nach unten. Aber vorsichtig, nicht foppen lassen, das ist auf Minutenbasis. Man sieht allerdings auch, dass man das auch auf kleiner Ebene immer wieder findet, dass eine Seite stark ist und die andere A, B, C eben diese Schwäche zeigt und anschließend sich der Kurs sogar nochmal deutlich und mit hoher Geschwindigkeit erhebt. Also, wir sind jetzt gerade bei den Blue Chips auf der Wendeplattform, sage ich jetzt mal. Es ist noch nicht entschieden, ob das tatsächlich passiert, aber es ist jetzt so der Test, ob wir uns jetzt dann doch in Bälde lösen hier. Also viel tiefer sollte es nicht mehr gehen. Diesen Zwischenbereich, diese Korrektur mal im Hinterkopf behalten, dass der Kurs gegebenenfalls von dort auf die Aufwärtsseite eben aufspringen kann. Das ist durchaus nicht unrealistisch, aber das gilt es zu beweisen, denn was hier zwischen passiert, ob das überhaupt passiert, das steht noch offen. Noch kann man das nicht erkennen. Bitte deshalb nicht sagen, oh, die Idee ist super, dann kann ich doch jetzt hier unten schon reingehen. Klasse. Das ist nicht immer sinnvoll, sondern es ist sinnvoll, tatsächlich sowas abzuwarten. So, wer Spaß an solchen Ideen hat, an solchen Überlegungen, wie man damit umgeht, vielleicht hier auch mal konkrete Trades zeitnah eben auf Smartphone zum Beispiel zu bekommen oder eben Hinweise, wo wir unsere Einstiegs- und Ausstiegsmarken haben, der ist herzlich eingeladen, einerseits beim Trade des Tages sich kostenfrei anzumelden, um eben ganz konkret unsere Ein- und Ausstiegsmarken zu erhalten. Und wer es auf sein Smartphone geschickt bekommen möchte, auf WhatsApp oder Telegram, das ist wichtig, das müsst ihr natürlich haben dafür, dann anmelden bei Trade2Go und dann bekommt ihr diese Nachrichten dann auch innerhalb des Tages immer mal wieder. Natürlich nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit, aber immer mal, wenn irgendwas auffällig ist und wir sagen, das sieht doch nach einer guten Situation aus. Also wer Spaß daran hat, sollte sich da unbedingt anmelden. Zum Beispiel vor ein paar Minuten hatte ich was zum Nasdaq dazu rausgeschickt. So, also in diesem Sinne, ein bisschen Spaß sollt ihr auch selber haben beim Draufgucken. Deshalb euch viel Spaß beim Anschauen. Und natürlich Umsetzen von vielen Trading-Ideen. Toi, toi, toi. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal.